So, liebe Leute, da sind wir. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ein paar Minuten später. Wir bitten das zu entschuldigen. Aber wir sind da und wir sind mit einer freien und offenen Themennacht hier bei euch. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist Nina und Nina ist 28. Guten Morgen, Nina. Guten Morgen, Jürgen. Hallo. Hallo, Nina. Weswegen rufst du mich an? Ja, mir wird momentan der Boden unter den Füßen sozusagen weggezogen. Warum? Ich fange, denke ich mal, weit, weit vorne an. Ich hatte damals eine Erfahrung gemacht, die für mich sehr schlimm war. Ich wurde missbraucht. Mhm. In welchem Alter? Es fing früh an. Also ich kann mich 3,5, 4 Jahre, also es war vor dem Kindergarten noch, ja. Weiß ich. Und ich leide selbst heute noch darunter. Ich meine, ich kann damit umgehen, ich versuche es zumindest, aber es ist schwierig. Ja. Wie lange wurdest du missbraucht? Von dem einen bis zum 8., 9. Lebensjahr und von dem anderen bis zum 12. Mhm. Wer waren die Täter? Innerhalb der Familie. Halt direkte Familie. Es war einmal der liebe Onkel. Mhm. Ja, und leider Gottes auch mein Bruder. Der Bruder. Mhm. Ja. Jetzt machen wir doch mal, ehe wir zu weit in der Vergangenheit bleiben, nochmal einen Schritt jetzt in die Gegenwart zurück. Du sagst, ich habe das Gefühl, dass so der Boden mir unter den Füßen weggleiten. Ne? So ähnlich hast du dich gerade ausgedrückt. Mhm. Warum? Ich habe ein Kind, einen Sohn, 8 Jahre alt, einen super lieben Schatz. Mhm. Und wir sind aufgrund diverser Verhaltensauffälligkeiten, die mein Kind hatte, in eine Kinderklinik gegangen und dort wurde halt ADHS festgestellt. Also das bedeutet, dass er so sehr salopp ausgedrückt ein Zappelphilipp ist. Ja, ja, Zappelphilipp, also dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist bei ihm verstärkt. Also es wird in drei Etappen, kann man's teilen. Also es gibt die erste Gruppe, die zweite und die dritte. Yannick hat alle drei. Mhm. Und das an sich wäre nicht das Problem. Das Problem ist, das Verhalten verschlimmert sich von Jahr zu Jahr, dann von Monat zu Monat. Mittlerweile ist es bald tagtäglich, dass... Also er ist zu Hause jetzt wieder? Er ist zu Hause. Mhm. Und wie was ist das für ein Verhalten, was dir zu schaffen macht? Was? Seine Gedanken. Seine Gedanken, sie handeln exzessiv von Gewalt. Mhm. Gewalt und Sexualität. Seine Gedanken? Seine Gedanken. Von dem 8-jährigen Jungen? Ja. Die Gedanken handeln von Gewalt und Sexualität. Ja. Woher weißt du das? Er redet nur davon. Er redet nur davon und blüht förmlich auf, wenn er Leute unter eine Guillotine legt. Er fragt seine Klassenlehrerin, was dabei rauskommt, wenn ein Mensch mit einem Tier Sex hat. Mhm. Er will seine gesamte Klasse bis auf 2, 3 Köpfen und anhand von Bildern, wie gesagt, er ist momentan seit geraumer Zeit. Ist er denn in einer Therapie? Wir sind gerade mittendrin. Mhm. Nur das Problem ist halt, die Kliniken sind voll. Es sind zu viele Kinder, die Probleme haben. Ja. Und ich werde als ich werde nicht dargestellt. Jede Mama meint, das Problem ihres Kindes sei gravierend. Mhm. Und dementsprechend können die Ärzte mich nicht vorziehen. Das geht nicht. Aber dennoch, hast du gerade gesagt, ihr seid mittendrin in einer Therapie. Wir sind mittendrin, ja. In einer ambulanten Therapie. Momentan noch in einer ambulanten, ja. Aber ich denke, nächste Woche werden wir was schon mal ganz gut ist. Das auf heißt, dir wächst das Ganze über den Kopf. Ja. Du weißt nicht mehr, was du machen sollst. Der Junge redet von schlimmsten Gewalttaten und von Sexualität, obwohl er erst 8 Jahre alt ist. Ja. Und du stehst da und hast dann deinen eigenen Hintergrund auch noch vor Augen.
Nämlich, du hast es ja erlebt, du hast ja schlimme Dinge erlebt diesbezüglich. Siehst du da irgendeinen Zusammenhang, dass du das erlebt hast und dass der Junge jetzt über solche Dinge redet? Auf jeden Fall. Meine Angst ist nur, man leidet unheimlich. Trotz Therapie, gute Therapie hin oder her, es ist da und es wird bleiben. Wenn es hundertprozentig sicher ist, es ist eigentlich sicher. Ich versuche es nur immer irgendwo aus meinem Kopf. Also du meinst, du hast trotz deiner Therapie oder Therapien, die du gemacht hast, hast du natürlich diese Verletzung, trägst du in dir und hast die Narben eben auch in deiner Seele. Ja, und die können innerlich und äußerlich. Die können natürlich auch abstrahlen, wie auch immer, auf ein Kind, auf die Entwicklung eines Kindes. Das eher nicht. Das darf es ja eher nicht. Das war immer das, wo ich gesagt habe, alles, wovor ich mein Kind schütze, ist dieses auf jeden Fall. Und ich als Mama, ich bin alleinerziehend, habe an sich ein sehr gutes Verhältnis zum Vater und auch zu den Eltern oder Oma und Opa. Und ich kann mir das nicht leisten, meinem Kind gegenüber nicht, weil, nein, das geht nicht. Nur das Problem ist, mein Körper macht es nicht mehr mit. Ich kann essen, was ich will. Ich werde immer dünner. Ich habe eine Art Neurodermitis bekommen. Meine Knochen gehen kaputt. Du siehst das alles in einem Zusammenhang, nämlich die Nachwirkungen deiner Vergangenheit und den schlimmen Dingen, die man dir angetan hat, und die Angst jetzt auch um dein Kind, was mit deinem Kind wird. Das kommt dazu. Du sagst, eventuell kommt er bald jetzt in eine Klinik. Ich bin drauf und dran, auch wenn ich dir eine Pistole auf der Brust setze. Wie lange wäre so ein Klinikaufenthalt geplant? Das kann man nicht genau sagen. Es kann ein paar Wochen, es kann ein paar Monate sein. Also je nachdem. Will er? Ist er bereit dazu? Oder ist er bockig? Bockig auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Er will nicht von mir weg. So, aber jetzt habe ich verstanden, dass das eben auch ein großes Problem deine Person ist, dass du irgendwie im Moment das Gefühl hast, wie du es gerade selbst gesagt hast, dass du irgendwie abdriftest und nicht mehr weißt, wie du alles schaffen sollst, wie du dich schaffen sollst und wie du auch die Situation mit dem Kind schaffen sollst. Ich habe Angst davor. Ja, verstehe ich. Kann ich verstehen und ich erahne, was du meinst. Da würde ich dich jetzt sehr gerne an meine Psychologin geben, damit ihr im Hintergrund in Ruhe besprechen könnt, was da jetzt ausführlich angedacht wird und getan wird. Dass auf jeden Fall was getan werden muss, weißt du ja selbst auch, ne? Ja. Ja. Also Nina, wir rufen dich jetzt zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Anja. Ja. Und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Okay. Und ich wünsche dir sehr, dass ihr eine gute Lösung jetzt findet für dich und eben dann letztendlich auch, wenn dein Kind in die Klinik kommt, dass dem Kind geholfen werden kann. Auf jeden Fall. Alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser bekannten Telefonnummer oder mailt domian@wdr.de. Ich bin jetzt verbunden mit dem Sebastian. Sebastian ist 21 Jahre alt. Hallo Sebastian. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema, ich habe mich ziemlich doll in meinen besten Freund verliebt. Beziehungsweise bin ich das wahrscheinlich schon länger und jetzt merke ich es erst so richtig. Ja, und der merkt das natürlich auch. Bist du denn eigentlich bisher hetero-lebend gewesen? Nee. Gar nicht. Also, ich habe ihm das vor über 3 Jahren gesagt und... Dass du schwul bist? Genau. Ja. Und damit kam er erst nicht so richtig zurecht und hat sich dann abgewandt. Ja. Und vor ungefähr 4-5 Monaten hat er mir selbst gesagt, dass er schwul ist. Ach, wie praktisch. Das sollte man vielleicht meinen. Ich fand es zu Beginn auch relativ gut, weil einen schwulen besten Freund zu haben, ist ja nicht schlecht, mit dem man sich irgendwie austauschen kann oder mit dem man weggehen kann und so. Aber ich komme darauf überhaupt nicht klar, wenn wir weggehen in irgendwelche Schwulenclubs oder so und er mit anderen Jungs tanzt. Und Hat er einen Freund im Moment? Nee, aber er ist ganz stark auf der Suche danach. Und ja. Er hat es halt irgendwie...
Und das erzählt er dir auch, dass er auf der Suche ist und daraus ist zu schließen, dass es überhaupt kein Thema für ihn bedeutet, dass du vielleicht ein Partner sein könntest, oder? Darüber haben wir eigentlich auch so geredet. Und habt ihr geredet drüber? Er meinte, das will er mit dem besten Freund auch gar nicht und dafür kennen wir uns mittlerweile zu gut. Und er hat gesagt, mit dem besten Freund redet man über Sex oder redet man über einen Partner, aber man wird nie selber Gegenstand des Sex. Oder das heißt, es ist zwischen euch auch nur überhaupt gar nichts gelaufen? Nee, gar nicht. Gar nichts. Macht auch gar nicht die Anstalten und er hat mir da auch nie irgendwas angeboten oder irgendwie sowas. Gar nicht irgendwie mich gereizt oder sonst gar nichts. Wie lange seid ihr beste Freunde insgesamt? Ich würde sagen, so als ich mich ihm gegenüber geoutet habe, war das dann so ein bisschen der Punkt wahrscheinlich, wo unsere Freundschaft dann irgendwie auch fester wurde. Er hat sich zwar erst ein bisschen zurückgezogen, aber dann ging es dann irgendwie auch. Das waren wie viele Jahre jetzt? Das war zu meinem 18. Geburtstag, also vor drei Jahren. Das ist halt echt blöd. Wie gesagt, ich war auch schon vorher verliebt und auch in einem anderen sehr, sehr guten Freund so. Und das habe ich alles irgendwie in den Griff bekommen. Das war zwar auch eine Sache. Aber du hast ihm jetzt noch nicht explizit so gesagt, ich bin in dich verliebt. Das hast du noch nicht gesagt, oder doch? Ja, das stimmt. Das habe ich nicht gesagt. Nee, frage ich dich. Hast du noch nicht gesagt? Ja, das stimmt. Das habe ich nicht gemacht. Schwierig. Weil in der Tat, wie stark ist es? Ja, es ist unglaublich stark. Also ich hatte. Es ist so wahnsinnig, dass du sagst, ich werde verrückt, wenn ich den Typ sehe. Nein, das liegt daran, du darfst es nicht so sehen, weil es ist kein Herzklopfen, wenn ich ihn hab oder so, weil ich kenne ihn halt einfach ganz lange. Aber es ist wobei dieses Verliebtsein ja noch viel gravierender ist als dieses erste Verliebtsein, weil du bist ja verliebt auf der Basis einer Freundschaft quasi, nämlich des Kennens dieser Person und des Schätzens dieser Person auch. Das macht das Ganze ja noch viel, finde ich, schwieriger. Ja, aber genau, aber ich das die Sache ist beispielsweise so auch, dass ich ihn ganz doll versuche zu kontrollieren. Dass ich einfach versuche rauszubekommen, wo er gerade ist, was er macht. Was natürlich alles fatal ist. Ja, natürlich. Und wenn ich halt merke, irgendwie dann rausbekomme über Freunde oder sonst wie, oder meinetwegen auch von ihm, dass er halt in Clubs war und nicht mit mir war, verletzt es mich ganz doll. Weil einerseits möchte ich mit ihm weggehen, andererseits verletze ich mich ganz doll, wenn wir halt weggehen und er dann auf einmal was mit anderen anfängt. Und das macht mich irgendwie, also ich versuche mir ja Mühe zu geben, mich zusammenzureißen, denke mir, wir sind Freunde, das ist ja schon mal was, und zwar vielleicht sogar mehr, als man... Dennoch glaube ich, dass dieses, wie du es jetzt im Moment betreibst, nicht weit führt, weil du ständig im schlechten Gefühl bist. Du hast immer andere Sehnsüchte und bist eifersüchtig, bist verletzt, wenn irgendetwas passiert. Und natürlich das auch abfärbt auf diese Freundschaft, weil er wird das ja auch mitbekommen, dass du nicht komplett entspannt da sitzt. Die Konsequenz ist jetzt, dass er momentan erstmal überhaupt gar keine Lust auf mich hat. So, und mir das auch so sagt, dass ich ihn runterziehe, weil ich immer mit ihm an irgendwelche Diskussionen führen muss und er sich von mir nicht wirklich auslassen kann, so wie er gerne möchte. Momentan ist eigentlich Funkstille, aber auch von meiner Seite aus. So, was kann man machen? Ich finde, in diesem Fall solltest du die Flucht komplett nach vorne machen. Nämlich, wahrscheinlich wird er das ja eh schon längst ahnen. Aber ich weiß ja nicht, was er noch für Vermutungen hat, was deine Person anbelangt. Sag es ihm klipp und klar ins Gesicht. Ich war selbst auch mal in einer ähnlichen Situation und habe das dann so gemacht. Ja. Und das war ein sehr reinigendes Gewitter. Weil danach sind einfach irgendwie die Karten neu gemischt. Entweder springt er darauf an oder es ist sowas von sonnenklar, und du kriegst so einen vor dem Bug und wirst geerdet nach dem, was er sagt, dass du dann auch dich dann auch verabschieden kannst. Vielleicht am Anfang mit einer gewissen Distanz zu ihm, denn das kann man da nicht. Aber dass die Frage, ob, wenn ich ihm das sage, ob da was passiert, ob da was draus wird oder nicht, die stellt sich gar nicht, weil ich ganz genau weiß, es wird nicht so sein. Ich weiß zu 100%, dass es nie zu einer Beziehung kommen wird. Okay, wenn du dir so hundertprozentig bist, also da gibt es keine Resthoffnung. Nee, von mir gar nicht, nee. Wenn du dir so hundertprozentig bist, dann erspare dir vielleicht auch dieses für dich demütigende Gespräch. Es wäre gar nicht demütigend, ich hätte ja... Naja, er würde dir sagen, nee, komm, lass mich in Ruhe, ich bin in dich nicht verliebt, und das hört man nicht gerne. Das weiß ich aber, dem bin ich mir ja bewusst. Okay, so, dann wenn das so sonnenklar ist, dann gibt es eigentlich nur eine Alternative noch. Nämlich, dass du dich etwas zurückziehst von diesem. Das mache ich gerade. Ja. Das mache ich gerade. Aber ich weiß, das hat er mir auch gesagt,
Er möchte ja gerne mit mir befreundet sein. Er mag mich ja auch und er möchte auch. Ja, okay, aber du nicht. Du kannst es nicht auf dieser Basis, weil du letztendlich verliebt in ihn bist. Vielleicht kannst du es wieder, wenn du dich verliebt hast in jemand anderen. Ja, aber das kann ich nicht, solange er mir noch im Kopf rumspürt. So, deswegen musst du auf Distanz gehen. Punkt. Ja. Ja. Das ist es. Aber es wird hundertprozentig der Punkt wiederkommen, wo er sich bei mir meldet. Ja, dann sagst du, dann entweder schüttest du ihm rein Wein, ne? Sagst, pass mal auf, das ist halt bei mir so im Moment, ich kriege das nicht hin, ich kriege keine Freundschaft auf die Reihe, bitte hab Verständnis dafür und lass uns gemeinsam einfach vereinbaren, wir machen eine Auszeit, wir sehen uns. Das geht jetzt nicht darum, was er denn will, sondern es geht darum, was du willst und was für dich gut ist. Und für dich ist gut, glaube ich, in dem Fall, dass du dich von diesem Mann erstmal fernhältst, bis du deine Gefühle geordnet hast. Ja, oder bis die auf einer anderen Seite sind. Ich bin auch zu dem Entschluss gekommen und versuche das auch gerade durchzuziehen. Das klappt mir auch ganz gut, weil ich selber davon überzeugt bin und ich mich jetzt dazu zwinge. Mhm. Das ist nicht so, dass ich mich jetzt zwinge, nee, du rufst jetzt mich an, sondern ich finde, stellst die... Aber da sind wir uns ja einig. Ja, aber ich habe halt jetzt auch Angst, dass wenn er jetzt einfach so viel unterwegs ist, jetzt auch noch wahrscheinlich nicht nur den Mann fürs Leben, sondern auch noch den anderen Freund fürs Leben oder so kennt. Ich habe einfach eine wahnsinnige Angst. Ja, da musst du die. Ja, das ist jetzt so. Das ist so, Sebastian. Jetzt ist alles möglich. Die Nebenwirkungen deiner Aktion, da gibt es mögliche Nebenwirkungen. Da sich jetzt wieder reinzudenken und reinzusteigen, ist absurd. Du hast nur die Möglichkeit, auf Distanz zu gehen und alles andere wird sich finden. Vielleicht, wenn es sich beruhigt hat, seid ihr in ein paar Jahren wieder gute Freunde, wer weiß. Lieber Sebastian, in diesem Sinne. Dankeschön. Ja. Alles Gute. Gut. Tschüss. Ciao. Morgen haben wir Themennacht, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema Verwandte. Die lieben, lieben, lieben Verwandten. Was habt ihr denn so alles schon Schönes, Dramatisches, Schlimmes, Absurdes mit euren Verwandten erlebt? Streit mit den Verwandten, Erbschaften von Verwandten, vielleicht unerwartete Erbschaften oder verbotene Liebe zwischen Verwandten. Also Verwandten, Verwandte, das ist ein großes Thema. Ich möchte gerne mit euch über eure Erlebnisse, Erfahrungen sprechen, die ihr mit euren Verwandten habt. Schlimme Sachen, die ihr erlebt habt. Eltern sind ja auch Verwandte. Sind Verwandte. Also alles rund um das Thema Verwandte, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, darüber morgen, dann meldet die ganze Nacht über rund um die Uhr oder ruft ab 0 Uhr an morgen. Ab 0 Uhr sind ja unsere Leitungen hier immer besetzt. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und mit einer Frau, die einen schönen Doppelnamen hat, nämlich Marion Lena. Mario Lena. Hallo. Mario Lena. Hallo, Domian. Hallo, 47 bist du. Ja, genau, richtig. Heißt du Mario Lena? Ja, alles in einen Namen. Mario Lena. Ach so, also das heißt nicht Marion Lena? Nein, Mario Lena. Mario Lena. 47. Ja. Weswegen rufst du an, Mario Lena? Ja, es geht um meinen Mann. Es gibt jetzt eine massive Ehekrise. Und zwar, der hat, das fing ja so an vor 6 Wochen, da hat jemand der hat was beim eBay versteigert, aber was möchte ich jetzt nicht in Detail gehen, also was für sich, für sein Hobby. Und das wurde von einer Frau geliefert, diese Sendung, und da stand ja der Name drauf von einer gewissen Frau. Und weil die Sendung so prompt kam, hat er gemeint, er müsste sich bei ihr bedanken. Und dann hat er sie per SMS wieder zurückgeschrieben oder E-Mail in dem Fall und sich bedankt. Und dann hat er eine Freundschaft zu ihr aufgebaut und seitdem ist er total durch den Wind. Moment mal, die Frau, von der er das gekauft hat, ja, weil genau, die das persönlich auch vorbeigebracht hat. Nee, das kam mit der Post und von einer gewissen Frau, also den Namen möchte ich jetzt nicht. Nein, sehen. Natürlich nicht. Ja. Und diese gewisse Frau, ja, die wohnt auch bei euch noch um die Ecke, oder? Nee, die wohnt in Nürnberg. Wie viele Kilometer sind das von dir entfernt? 250 Kilometer. 250 ungefähr. Kilometer. Ja. Dieser Gegenstand, das hat mich jetzt gerade ein bisschen neugierig gemacht. Ja. Ist das irgendwas anrüchiges? Nein, das hat was mit Eisenbahn zu tun. Ach so, was ganz Harmloses. Ja, genau. Und trifft er denn diese Frau auch öfters? Nein, die hat er überhaupt noch nie getroffen. Ach so. Der hat mit ihr nur per E-Mail kontaktiert, Telefon und SMS. Ja, und ich habe mich überhaupt gewundert, dass der immer am Computer hängt, was er sonst nie gemacht hat. Ja. Und plötzlich immer am Computer, Tag und Nacht. Und dann habe ich mich gewundert, was er da überhaupt macht.
Und irgendwann habe ich das, ich habe ihn dabei erwischt und ich habe ihn zur Rede gestellt und nach hin und her gedruckselt. Er hat mir dann gestanden, dass er sich in diese junge Frau verguckt hat. Wobei er sie ja gar nicht gesehen hat. Nein, der hat nur ein Bild von ihr bekommen und er hat mir dann ein Teilgeständnis abgelegt, dass er sich in sie verguckt hat. Ja. Und wie alt ist dein Mann? Der ist 47. 47, so wie du? Und diese junge Frau ist dann? 22 Jahre alt. Ja. Und Studentin. Ja. Wie kommt das denn, dass die sich noch nicht getroffen haben? Ja, weil wir beide sind beide Hartz-IV-Empfänger und... Achso, ja. Wegen der Fahrtkosten, genau, verstehe. Ja. Wie lange seid ihr noch? Er sagt ja noch so freizügig, sonst hätte er sich schon längst getroffen. Mhm. Ja. Das sagt er so zu dir. Ja, ja. Wie lange seid ihr beiden denn schon verheiratet? Bitte? Wie lange seid ihr beiden schon verheiratet? 19 Jahre. 19 Jahre. Ja. Ist das denn in den letzten 19 Jahren eigentlich ganz gut gelaufen? Ach nee, es gab eigentlich immer wieder hin und wieder mal Spannungen, auch wegen der Kindeserziehung. Weil wir haben ein Einzelkind, ja. Und der hat das Kind sehr, sehr verwöhnt. Und ich habe immer versucht, eine Linie zu ziehen. Mhm. Und er hat immer, ja, nach seine... Mhm. Gab es denn, ist er mal fremdgegangen in der Beziehung? Nein, noch nie. Soweit du weißt? Bitte? Soweit du weißt? Ja, soweit ich weiß. Bist du fremdgegangen schon mal? Nein, auch nicht, nie. Auf den Gedanke wäre ich noch nie gekommen. Schlaft ihr noch miteinander? Ja, es gab mal eine Zeit lang, da lief überhaupt nichts mehr, aber dann, wir hatten irgendwie zueinander gefunden, aber... Wie oft schlaft ihr miteinander? Es gibt mal eine Woche, es ging ja jeden Tag. Eine Woche oder jeden Tag? Eine Woche lang jeden Tag. Ach so. Wo ich gedacht habe, ja, jetzt hat er wieder... Also vor kurzem war das noch. Ja, genau, ich dachte, mal einsichtig und dann hat er es eingesehen und dann... Okay, ihr habt jetzt offen darüber geredet. Ja, genau. Wie ich meine, es ist ja für dich verletzend, wenn er dir das auch so erzählt. Er hat ein junges Mädel von 22 und er sagt, er hat sich in die verguckt. Ja. Wie stellt er sich das denn jetzt weiter vor? Ja, da hat mir einfach die Trennung eingereicht heute. Der war jetzt beim Rechtsanwalt. Wie bitte? Er hat die Trennung eingereicht? Ja, ja. Und ich habe auch versucht, mit seinem Bruder zu reden, aber der sagt, das ist ja alles Unsinn, was er macht und du nie belegt, aber der lässt sich davon nicht. Moment, was heißt jetzt Trennung eingereicht? Will er sich scheiden lassen oder was? Ja, der will sich trennen und scheiden lassen. Das ist heute passiert schon. Ja, ja. Das hat er auch zu dir gesagt. Ja, ja, das hat er, das habe ich hier schriftlich vom Rechtsanwalt, die Trennung. Wo ist er denn heute, jetzt im Moment? Bei euch zu Hause? Nee, der ist unterwegs. Zum Glück, sonst hätte ich nicht so reden können. Weißt du, Marjolina, ich vermute, dass sich da aber dann extrem viel angestaut hat und dass diese junge Frau nur der Auslöser ist. Ja. Dass er sehr, sehr, sehr unzufrieden in der Ehe ist. Ja. Habt ihr denn nicht über eure Ehe gesprochen, jetzt in der letzten Zeit? Nee, eigentlich weniger. Das heißt, er stellt dich jetzt vor vollendete Tatsachen? Ja, ich wollte auch zu einer Eheberatung gehen. Der Rechtsanwalt hat ihn auch vorgeschlagen, erstmal zu einer Eheberatung zu gehen. Und er hat gemeint, er weiß schon, was er will, das braucht er nicht. Mal ist er, mal will er hin, mal nicht. Also, der schwankt immer mit seinen Gefühlen. Was bedeutet denn? Hat das keinen Sinn und dann steigert er sich wieder in so eine Sache rein. Wie stellt er sich das denn jetzt vor? Will er auch eure gemeinsame Wohnung verlassen? Nee, weil wir haben eine Eigentumswohnung und Schulden da drauf und da hängt auch der Schwiegervater mit rein. Ach so, dann will er auch noch mit dir zusammen wohnen, aber er will von dir getrennt sein. Ja, genau. Ja, das sind ja Zustände. Ja, weil ich kann auch nicht von heute auf morgen, vier Empfängerin, weil wir haben ja also eine, wie sagt man jetzt, Einkommengemeinschaft oder wie nennt sich das jetzt? Wie alt ist denn euer Kind? Sie ist 16. 16, das heißt, die ist auch noch zu Hause? Ja, ja. Die kriegt das auch mit? Ja, klar. Was sagt die? Oh, die ist auch gegen mich ständig, also seit 3-4 Jahren. Warum ist sie gegen dich? Also sie schimpft immer auf mich und warum? Steht wohl hinter ihrem Vater. Sie sagt ja, trenn dich doch von der, mir wäre eine Deutsche sowieso lieber und ihm, also ihr in dem Fall, weil ich ja Italienerin bin. Also die hasst mich, ich weiß auch nicht, wie die Pest. Also da ist alles zerrüttet. Ja, genau.
Weil das ist deine Situation natürlich schwierig, wenn er definitiv sagt, er will aus der Gemeinschaft raus, aus der Ehegemeinschaft raus. Ja. Du bist da gefangen in dieser Wohnung, weil du da auch nicht weg kannst. Ja. Ich meine, das geht natürlich auf Dauer nicht. Du kannst nicht in dieser Wohnung mit dem wohnen bleiben. Nee. Wenn es wirklich jetzt zu der Trennung kommt, um einfach auch deine Psyche zu schonen, müsstest du da raus. Ja. Oder er muss da raus. Also müsstet ihr getrennt sein voneinander. Ich würde dir auf jeden Fall raten, dass du alleine dich beraten lässt, Marjolina, weil damit du einfach einen fachkundigen Menschen an deiner Seite hast, der dich unterstützt, seelisch und vielleicht auch in den ein oder anderen juristischen Fragen. Ja, weil dazu mal, dass ich ihn auch sehr liebe und das ist es, was mir auch so schwer fällt, mich von ihm zu trennen. Aber er scheint dich dann ja nun überhaupt nicht mehr zu lieben, ne? Ja, das sagt, mal sagt er zu 20%, dann. Ja, tolle Zahl. Ja, gell. Die kann man ja völlig vergessen, nach dem, was er nur heute gemacht hat. Ja. Und es gab so in den letzten Monaten oder Jahren, abgesehen von den kleineren Streitereien, nicht für dich wirkliche Anzeichen, dass es sich so dramatisch entwickelt? Nee, Das kam jetzt alles plötzlich. Ich meine, der ist ja öfters weggegangen für sein, also mit seinem Freund zum Tanzen, aber der hat mich nie mitgenommen. Dahinter kann natürlich stecken, dass entweder eine Partner so verschlossen ist und so sehr spielt. Dahinter kann aber auch stecken, dass man selbst, jetzt in deinem Fall du, dass du vielleicht nicht aufmerksam genug beobachtet hast und viele Sachen irgendwie so weggewischt hast, die ernst zu nehmen waren. Aber nun ist es, wie es ist und es bedeutet jetzt für dich, dass du da so so unbeschadet wie möglich rauskommst. Welche Art von Beratung du in Anspruch nehmen solltest in diesem speziellen Fall, das würde ich dir gerne im Hintergrund von meiner Psychologin sagen lassen. Ja? Ja. Liebe Marjolina, ich bitte dich aufzulegen, wir rufen dich gleich wieder an. Okay, alles klar. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. Thema Verwandte. Morgen, wenn ihr mir Geschichten erzählen wollt von euren Verwandten, Onkel, Tante, Opa, Oma, Vater, Mutter, Bruder, Schwester, was die mit euch Schönes oder auch Schlimmes gemacht haben. An Streitereien, Erbschaft, Gewalt, vielleicht Liebe, verbotene Liebe unter Verwandten. Dann meldet euch hier bei uns und wir können morgen darüber reden, wenn ihr das gerne möchtet. Die Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Thomas ist hier. Thomas ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Thomas. Weswegen rufst du mich an? Meine Frau ist am Sonntag verstorben. Am Sonntag? Ja. Plötzlich? Ganz unerwartet. Wie alt war deine Frau? 47. Ja. Was ist genau geschehen, Thomas? Also hast du also geplant? Bitte? Es war so geplant, wo es dann wollte sie mit ihrer Tochter nach der Oma fahren, also nach von meiner Frau die Mutter. So, da wollte ein Bekannter am Mittwoch sie darüber fahren, was die ja mit dem Zug dann hinfahren konnten. Es war auch alles wunderschön. Wir waren auch Dienstag hier noch zusammen. Haben auch noch ein Bierchen getrunken, war alles noch klar. Und dann bricht meine Frau das erste Mal bei mir in die Arme zusammen. So, das war das Erste. Da haben wir uns nichts bei gedacht. Was heißt zusammenbrechen? Wurde sie bewusstlos, oder? Nein, sie ist so wackelig auf die Beine wie Pudding gewesen. Ja. Und zusammengeklappt. Ich hab's noch aufgefangen. Sie hat nur geklagt mit Kopfschmerzen, sie möchte dann hoch ins Bett. Ich und ein Bekannter haben die dann hochgelegt. Ich habe ihr noch was zu trinken gegeben, hier Cola oder irgendwas. Mit zwei Kopfschmerztabletten wollte sie haben. Und das war noch alles okay. Dann geht sie ins Bett, macht sich natürlich voll. Ist irgendwie eine kleine Reaktion gewesen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, sie geht in die Wanne und ja, bricht natürlich alles aus und so weiter und so fort. Habe ich mir auch noch nichts mehr gedacht. Ich denke, naja, gut, sie geht in die Wanne und danach war es wieder okay. Aber wir sitzen noch weiter hier beim Fernsehen, sind noch ein bisschen am Schwätzen. Dann haben wir gesagt, komm, wir gehen ins Bett. So, und sie ist ja psychisch krank und hat vom Arzt Tabletten gekriegt, hier so Schlaftabletten. So, na gut, wir liegen im Bett, gucken noch gerade ungefähr eine halbe Stunde Fernsehen. Sie nimmt sich die Antibabypille, die sie auch da verschrieben gekriegt hat, extra.
ihrer Schlaftablette und innerhalb von einer Viertelstunde hatte sie wie so einen epileptischen Anfall und lag wie so versteinert bald hier, so verkrampft. Ich habe einen Bekannten geholt. Hier, was soll ich machen? Ja, Notarzt war hier. Haben sie gesagt, ja, fahren Sie nach Neuwied. Ja, von wegen. Haben sie weiter verfrachtet, direkt nach Koblenz. So. Ist er in eine Klinik gekommen? Ja, erstmal in das Bundeswehrkrankenhaus oder was. Und da wollten sie irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso. Weil sie in Neuwied haben ja CT gemacht, also das ging da nicht. Und da haben sie ja nach Koblenz gebracht. Und dann ist sie im evangelischen Stift gekommen. Von welchem Tag reden wir jetzt? Du sagst, sie ist Sonntag verstorben. Richtig. Und diese Krankenhaus ist sie Haus gekommen, den Dienstag auf Mittwoch vor Karfreitag. Ach so, das heißt, sie hat dann bis Sonntag doch einige Zeit im Krankenhaus gelegen. Ja, ich glaube 7 oder 9 Tage. Was hatte sie denn? Was hat man denn diagnostiziert? Das war wie so ein Blutgerinnsel, also wie so ein, wie soll man sagen, so ein kleinen Luftballon im Kopf und der ist platzt. Und das hat man dann nicht hinbekommen, das konnte nicht operiert werden? Das haben sie operiert und es ging ihr auch danach besser. Am Donnerstag darauf, weil sie ja den Mittwoch, auf Donnerstag glaube ich war das. Oder nee, gar nicht wahr, von Dienstag. Nee, ist ja auch egal, die Tage brauchen wir gar nicht so genau zu erzählen. Auf jeden Fall, die haben operiert, war alles wunderschön. Ja. Und eine Woche später, auf den Donnerstag, hat sie auch wieder ihre Augen aufgemacht und alles drum und dran. Ja. Das war schon eine kleine Reaktion der Besserung. Das fand ich schön. Ist denn jetzt der Todesfall, der ist... Gehirnschlag. Gehirnschlag, Das heißt, da war schon eine Hoffnung, wir haben es wieder hinbekommen. Ja. Und dann die schlimme Nachricht. Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, deine Frau war psychisch krank. Was hatte sie? Psychosen. Also sie hat auch irgendwie ein paar kleine Angstzustände gehabt. Und manchmal war sie so am Rad am Drehen, sie wusste im Endeffekt gar nicht mehr, was zu tun. Sie war sonst aber körperlich gesund? Körperlich sonst gesund, ja. Keine Probleme mit Alkohol oder? Nö, wir haben zwar öfters mal was getrunken, auch ein bisschen mehr, aber sonst... Habt ihr auch Kinder zusammen? Sie hat 2 eheliche Kinder von der Vorehe von mir. Und eine Tochter haben wir jetzt noch, die wird jetzt am 2.7. 3. Die ist aber deine... in die Pflegefamilie. Bitte? Die ist aber in die Pflegefamilie. Warum? Weil sie halt psychisch krank ist und weil ich 1,5 Jahre von ihr getrennt war und sie das alleine nicht geschafft hat. Wie ist das jetzt für dich? Ist es deine Frau am Sonntag nach diesem Krankheitsverlauf, den du gerade geschildert hast, gestorben? Wie fühlst du dich im Moment? Wie ist es in dir drin? Beschissen. Ich möchte am liebsten die 2 Dosen Schlaftabletten nehmen und mich direkt daneben legen. So geht's mir. Das heißt auch, die Beerdigung hat noch nicht stattgefunden? Nein, weil ich habe einen Antrag beim Amt gestellt, weil ich Hartz IV kriege und sie hatte Grundsicherung und die genehmigen das noch nicht. Das kann sich noch zwischen 2 und 3 Monate hinziehen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also was genehmigen die nicht? Die ganzen Kosten. Aber deine Frau muss doch beerdigt werden. Ich kann ja nicht 2, 3 Monate jetzt irgendwie... Ja, aber das Amt, das weigert sich da, müsste erstmal alles überprüfen. Das heißt, diese Sorgen hast du im Moment auch am Hals und musst dich damit rumärgern. Nicht nur die, und ich muss noch wahrscheinlich noch mal 6 Monate auch noch zusätzlich in Haft. Warum? Weil ich mich in Sachen reinreißen lassen habe, die hätte ich lieber sein gelassen. Also es bricht alles um dich herum zusammen, kann man so sagen. Ja. Ja. Hast du einen Halt im Leben? Im Moment gibt es einen Menschen, der wichtig ist für dich, der dir hilft? Ja, hier meine 3 Bekannten, die ich habe. Einer ist ein Verwandter, den habe ich durch Zufall hier in der Ecke kennengelernt. Ein Verwandten, den du durch Zufall kennengelernt hast? Ja, weil das ist auch ein gebürtiger Rom, wie ich auch. Und der ist irgendwo hintenrum verwandt mit uns. Und er versucht mich zwar aufzubauen, aber... Also jetzt ist ja erstmal die Zeit ist ja insofern ganz dramatisch. Deine Frau soll ja nun würdevoll möglichst bald bestattet werden. Richtig. Und
Das ist ja ganz schlimm, wenn man sich da und deswegen mit Ämtern rumschlagen muss, wer nun die Kosten wo, wann, wie trägt. Das ist sehr schlimm. Wenn das hoffentlich bald passiert ist, so wie ihr euch das auch vorstellt, dann ist es natürlich eine Frage, wie du dir auch irgendwie selbst unter die Arme greifst oder dir helfen lässt. Was ist denn das? Ich habe mich im Endeffekt alleine aufgegeben. Wie oft siehst du denn euer gemeinsames Kind? Normalerweise alle 14 Tage normalerweise. Mhm. Aber im Moment habe ich die Termine abgesagt, weil ich das nervlich absolut nicht packe. Mhm. Ist dieses Kind denn für dich, ich meine, das Kind ist erst 3 Jahre alt, hast du. Ne? 3 Jahre hast du gesagt. Ja, ist richtig. Ja, ist das für dich schon so ein ganz wichtiger Punkt in deinem Leben, obwohl es leider nicht bei dir lebt, aber dass es da ist? Ja, aber auf der anderen Seite sage ich mir, was habe ich überhaupt noch? Meine Frau, tot, mein Kind bei Pflegeeltern, ich sehe es zwar, aber es ist nicht hier. Wie lange müsstest du denn oder wirst du noch wieder in den Knast gehen müssen? Also mit dem Bewährungswiderruf wären es 6 Monate, wenn ich Glück hätte, auf 2/3 nach 4,5 wäre ich wieder draußen. Wann würde das anstehen? Ich denke mal, so in den nächsten 2 Monaten werde ich dann wohl einfliegen müssen. Bist du zum ersten Mal straffällig geworden? Nein. Nee, hast schon einiges auf dem Kerbholz. Ja, und meine Frau hat immer zu mir gestanden, egal was war. Und jetzt stehe ich alleine da. Hast du einen Beruf gelernt? Schlosserhelfer. Wie, was? Schlosserhelfer. Schlosserhelfer. Weiter kam ich leider nicht, weil ich mit 18 das Heim, wo ich das gemacht habe, leider verlassen musste. Was glaubst du denn, wenn deine Frau von oben jetzt zuguckt oder zugucken könnte oder würde oder es vielleicht sogar tut, was würde sie dir raten? Ja, wenn ich das mal gut wüsste. Na, du kennst sie, du kannst es erahnen, was sie sagen würde. Es gibt 2 Möglichkeiten. Mhm. Entweder gib dich nicht auf, mach durch. Oder komm direkt zu mir. Es gibt nur diese 2 Möglichkeiten und das weiß ich. Ich glaube, dass sie sagen würde, gib nicht auf, halt durch. Ja, bloß, das ist alles irgendwie, ich weiß es nicht. Eigentumshaus, die Kinder von der Vorehe, die wollen es nicht haben, kann ich verstehen. Aber wenn ich das Haus jetzt auch ablehne, das Erbe, kommt das Haus unterm Hammer. Und das ist ein Andenken, was ich nicht machen kann. Die ganzen Schulden, die da drauf sind, muss ich auch noch mit in Kauf nehmen. Also, es kommt eins zum anderen, ne? Jetzt kommt das auch noch mit der Erbschaft. Neben all den anderen Problemen, die du gerade schon geschildert hast. Richtig. Da kann ich schon verstehen, dass du das Gefühl hast, ich sack zusammen, ich schaff das nicht mehr. Wir werden mal überlegen. Wir werden mal überlegen, Thomas, was wir dir raten könnten, wen du an deine Seite bekommst. Ich glaube, dass du dringend jemanden an deine Seite brauchst. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube nicht, dass deine Frau so egoistisch wäre und sagen würde, komm hier hoch zu mir. Ich glaube, sie würde sagen, zieh dein Ding durch. Das ist jetzt eine harte, hammerharte Zeit. Und dann denk auch an unser Kind. Du hast es zwar nicht, aber es ist da. Und irgendwann wird das Kind auch älter sein. Und dann kannst du mit dem Kind reden und dann kannst du dem Kind von seiner Mama erzählen. Das könntest du alles nicht, wenn du jetzt auch sterben würdest. Ja. Und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann sogar eine gute Verbindung zwischen dir und dem Kind geben, wenn es älter ist. Ich denke mal schon, ja. Ja. Also das ist schon ein ganz großer Grund zu leben, nämlich für das Kind da zu sein. Ja, richtig schon. Lieber Thomas, wir rufen dich jetzt zurück und alles Weitere besprechen wir im Hintergrund, okay? Okay, danke schön. Alles Liebe und ganz viel Kraft wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Und wir haben jetzt zu Gast hier bei uns die Doris. Hallo Doris. Hallo. Du bist 29. Richtig. Fast. Fast. 28. 28.
Doris, was ist dein Thema? Mein Thema ist Stalking. Stalking? Du bist betroffen oder bist du eine Stalkerin? Ich bin betroffen. Ja, also dir stellt jemand nach. Richtig, mein Ex-Freund. Erzähl mal. Ja, das geht jetzt schon seit über einem Jahr so. Mhm. Und wir haben mittlerweile auch ein Kind zusammen, was dann auch mehr oder weniger aus einer Nötigung entstanden ist. Moment, das Kind ist entstanden, als ihr schon getrennt wart? Richtig, genau. Weil er mich dann auch halt immer wieder gezwungen hat, unter Druck gesetzt hat, mir Angst gemacht hat. Das Kind ist ganz klein? Das ist noch ganz klein, das ist jetzt fast ein Jahr. Ja. Richtig, und ja, wie gesagt, er macht das schon ziemlich lange. Nochmal die Grundfragen, wie lange wart ihr vorher zusammen gewesen? Wir waren über ein Jahr zusammen. Ihr wart ein Jahr nur zusammen und seit einem Jahr geht das jetzt schon so, dass er dir nachstellt? Seit fast zwei Jahren. Also es ging auch so, als wir zusammen waren. Dass ich dann kaum die Wohnung verlassen konnte oder kaum was machen konnte, ohne dass er dann ständig mir irgendwie versucht hat, das Leben zur Hölle zu machen. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, um es ganz klar zu wissen. Dieses Kind ist entstanden, als ihr eigentlich schon getrennt wart. Richtig, genau. Mhm. Hat er dich vergewaltigt? So in der Art, ja. Also er hat mich gezwungen, mit ihm eine Beziehung zu führen. Ja. Was ich irgendwie nicht wirklich konnte, er aber auch nicht verstehen wollte. Also er hat mich dann oft unter Druck gesetzt, mir Angst eingejagt, hat mich beobachten lassen. Und dabei hat er dich irgendwann auch zum Sex gezwungen? Ja. Und dann ist das Kind entstanden? Richtig. Mhm. Wo ist dieser Mann jetzt im Moment? Im Moment weiß ich es nicht. Angeblich im Krankenhaus. Wobei er hat vor kurzem auch angerufen, hat gesagt, er geht nicht ins Krankenhaus und wenn er dann sterben muss, bin ich halt schuld. Warum sollte er sterben? Ist er krank? Ich weiß, dass er einen angeborenen Herzfehler hat und auch, dass er lungenkrank ist, also dass er irgendwas mit der Lunge auch hat, aber eigentlich nicht so schlimm, dass er sterben muss. Und er hat gesagt, wenn er sterben muss, dann? Bin ich schuld daran, weil ich halt nicht zu ihm zurückkommen möchte. Naja, er möchte halt auch gerne das Kind sehen, aber es läuft alles auf Zwangbasis. Wenn ich dann nicht kann, dann lässt er sich alles Mögliche einfallen. Macht Ärger beim Jugendamt, macht Ärger bei mir, schickt mir die Polizei ins Haus, zeigt mich an. Das ist halt, wenn ich ihn anzeige und im Recht stehe, weil er mich nicht in Ruhe lässt, dann lässt er sich 5, 6 neue Sachen einfallen, dass ich dann auch erstmal mal wieder irgendwelche Anzeigen habe. Oder erzähl mir doch mal so einige Aktionen, wie er dir das Leben schwer macht. Stalking heißt ja, dass man Menschen extrem belästigt, dass man anruft, dass man vor der Tür steht, dass man hinter den Leuten hergeht und so weiter. Wie ist das bei euch? Ja, das ist auch so. Also es sind Anrufe, dann auf jeden Fall, dass er Leute schickt. Er hat hier schon selber bei mir 2-mal vor der Tür gestanden, war dann aber reichlich friedlich. Dann kann man ja leider nichts machen. Und ich habe nie genug Beweise, weil er ruft dann an. Wie gesagt, schickt dann irgendwelche Taxis, die mitten in der Nacht vor der Tür stehen oder Pizzadienste und Polizei steht in der Haus, dass ich hier Krach machen würde und solche Geschichten, die überhaupt nicht wahr sind. Lässt sich alles Mögliche einfallen, ob das ein Sozialamt ist, in dem man da irgendwelche Geschichten erzählt. Also du wirst quasi ständig bombardiert mit Aktionen von diesem Mann? Richtig, genau. Meldet dann Telefon auf meinem Namen und so weiter, also mit meinem Nachnamen, aber ohne den richtigen Vornamen. Ja. Gibt es schon mal Tage, wo du nichts von ihm hörst? Ja, das ist aber eher selten. Das ist eher selten. Also, aber es gibt keine ganze Woche mal, wo du nichts von ihm hörst. Nein. Das nicht. Er wohnt auch in deiner Stadt, in deinem Ort? Ja, zu halb. Ich bin schon extra umgezogen, aber ich möchte ihn nicht ganz wegziehen, eben wegen den Kindern und wegen meiner Familie, weil ich habe 3 Kinder. Und die hängen auch so ein bisschen hier an allem. Ja, wahrscheinlich würde er dich sowieso ausfindig machen, wo immer du auch bist. Richtig, genau. Ja. Und das ist auch meine Angst. Also es haben schon mehrere gesagt, wäre ja gut, ganz wegzuziehen. Und dann habe ich aber Angst, dass er da hinterherkommt, weil er hat jetzt vor ein paar Tagen auch schon massiv angedroht. Er wollte seinen Sohn zu Ostern sehen. Mhm. Das darf er halt nicht. Das hat das Jugendamt ihm auch verboten, weil er sich eben an gewisse Sachen nicht gehalten hat. Und da ist er dann so weit gegangen und hat gesagt, gut, wenn das Jugendamt mir das verbietet, bin ich halt wieder schuld. Und hat es dann wieder an mir ausgelassen, hat dann auch angerufen und dann auch massiv gedroht, ja, wenn du das Kind nicht ausliefert, lieferst mir das nicht gibst, dann ganz einfach steche ich dich und deine anderen beiden Kinder ab. Also solche Sachen kommen. Und wenn ich solche Sachen nicht wirklich als Beweis habe für die Polizei, kann ich auch nicht viel machen. Also machen die zumindest. Er hat angerufen und hat das am Telefon gesagt. Ja, er hat das am Telefon gesagt. Warum lässt du dein Telefon nicht mitschneiden, überwachen? Das habe ich jetzt vor. Ja, aber du so höchste Eisenbahn, finde ich. Wenn du so jemanden an der Backe hast, musst du alle Register ziehen. Genau. Und so gedroht hat er ja vorher nicht. Das ist nicht so massiv, wobei ich bin auch ganz oft von der Polizei auch schon nach Hause geschickt worden oder halt abgelehnt worden. Ja, der beruhigt sich, den kennen wir. Oder halt in einem anderen Ort, dann habe ich es gehabt, hat er die ganze Nacht angerufen. Ich bin irgendwann schlafen gegangen, habe das Telefon klingeln lassen, weil man irgendwann möchte man noch schlafen, vor allem wenn man Kinder hat. In der Zeit
Ja. Und dann stand morgens um 7 die Polizei bei mir vor der Tür. Mhm. Und hat dann auch gesagt, ja, ihr Ex-Freund ruft uns die ganze Zeit an, der belästigt uns. Mhm. Ja, dass sie sich was antun würden, sie würden tot in der Wohnung liegen, er macht sich Sorgen. Ich sage, mhm, sie sehen ja, ich stehe vor ihnen. Ganz perfide. Ganz perfide. Das war so rum. Man auch versucht ja sogar über die Polizei, die das Leben schwer zu machen. Richtig. Dass genau, die dann bei dir in der Wohnung stehen. Ja, und die haben dann auch gesagt, gut, wir nehmen eine Anzeige auf, wenn er bis mittags noch anruft. Ich habe 4 Stunden geschlafen gehabt die Nacht, hatte über 100 Anrufe drauf, habe der Polizei das auch gezeigt. Die haben dann gesagt, ja gut, wenn er es bis heute Mittag immer noch macht, dann kommen sie wieder, machen wir eine Anzeige. Ich bin hingegangen, die haben mich wieder nach Hause geschickt. Also ich habe mich oft sehr hilflos gefühlt. Die Polizei kann auch im Prinzip immer nur Anzeigen aufnehmen. Hast du denn einen Rechtsbeistand? Hast du dich mit einem guten Rechtsanwalt mal zusammengesetzt? Das habe ich auch schon. Ja. Dann hatten wir eine Verfügung, aber es interessiert ihm halt nicht. Das ist ihm egal. Also ich kann ruhig, wenn ich richtig vor ihm, also gegen ihn angehe und sage, ich mache eine Anzeige oder mit Anwältin oder Anwalt, dann fühlt er sich erst recht gekränkt und unternimmt erst recht was. Also, na gut, aber ich weiß jetzt nicht genau den Gesetzesrahmen, was man mit solchen Leuten machen kann. Wir haben ja ein neues Stalking-Gesetz. Richtig, das ist ihm aber egal, das interessiert ihm nicht. Ja gut, das ist ja relativ egal, ob ihn das interessiert. Es ist ja interessant ist ja oder wichtig ist, was du auf der Grundlage dieses Gesetzes tun kannst und wie du dich schützen kannst. Deshalb war meine Frage, hast du einen kundigen Rechtsanwalt, der dir da richtig zur Seite steht? Ja, ich hätte aber noch eine andere Frage. Als du mit ihm zusammen warst, richtig, hat er dich auch geschlagen? Nein, nicht. Das nicht? Das ging alles verbal. Als es dann zu diesem sexuellen Übergriff kam, du hast es Vergewaltigung genannt. Ja. Ist es ja auch. Da warst du nicht in der Situation, dass du ihn deshalb hättest anzeigen wollen? Also ich habe dann eine Anzeige gemacht, aber auch eine ganze Zeit später, weil ich damit nicht rausrücken mochte. Weil ich habe als Kind auch eben Missbrauch hinter mir, bin auch als Kind mehrmals vergewaltigt worden, wo ich dann auch dran zu knabbern habe. Was dann eben für mich das auch noch schwerer gemacht hat, wirklich den Mund aufzumachen, weil ich es nicht gelernt habe, dann zu reden, sondern es wurde immer verschwiegen. Ja, ja. Und dann war es natürlich für mich noch schwerer, dann halt auch zu sagen, da ist was gewesen. Also ich habe im 4., 5. Monat sogar die Schwangerschaft also gut versteckt und auch verheimlicht, ohne das jemandem zu sagen. Also, die Situation ist ja ganz, 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 ganz bedrückend bei dir. Ja. Ja. Wie siehst du jetzt die nächste Zeit vor dir? Was könnte geschehen? Ja, das ist halt eben eine sehr gute Frage. Ich arbeite auch schon mit dem Jugendamt zusammen als Hilfe. Und im Prinzip könnt ihr auch nicht viel machen. Also es ist wirklich nur so, jede Sache, die ihr jetzt macht, dass man halt eben gerichtlich gegen angeht und so weiter. Ich habe mir jetzt schon überlegt, dann auch gar keinen Anwalt, sondern auch direkt ans Gericht zu gehen, mich daran zu wenden, weil wenn ich zum Beispiel nachweisen möchte, dass er mich anruft, das kann ich nur so, weil selber anfordern kann ich es nicht, da ich keinen Handyvertrag oder sonst etwas habe. Ich mache einen Vorschlag, Doris. Ich bin da juristisch nicht bewandert, wie man da gezielt und gut sich schützend vorgehen kann. Aber wir haben sehr viele juristisch bewanderte Zuschauer und Zuhörer. Ich würde euch gerne bitten, ihr habt jetzt den Fall gehört, uns doch vielleicht eine Mail zu schreiben und in diese Mail einige Tipps zu formulieren, was Doris machen könnte. Vielleicht auch mit irgendwelchen Infoadressen oder was weiß ich. Damit die Doris etwas unternimmt, um einigermaßen sich zu schützen in diesem schrecklichen Fall. Dieser Mann zerstört ja dein ganzes Leben, so wie du mir das geschildert hast. Richtig, auch das meiner Kinder. Das deiner Kinder, und da muss ja was passieren, da muss etwas geschehen. Ich gehe auch mal davon aus, dass du nicht so viel Kohle hast und dir da irgendwie einen super Top-Rechtsanwalt leisten kannst. Nee, eben, das ist es ja. Man wird immer nur irgendwie von einer Ecke zur anderen geschickt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und jedes Mal, wenn man dann die Polizei einschaltet oder sich irgendwie weiter informiert, erfährt man immer wieder neue Sachen, die einem vorher überhaupt nicht gesagt werden. Also man steht immer so ein bisschen hilflos da. Deshalb machen wir das. Ich sage es jetzt nochmal, bitte ihr, die ihr vielleicht selbst Juristen seid oder juristisch sehr bewandert seid, bitte schreibt uns, mailt uns, domian@wdr.de für Stichwort Fall Doris. Was sollte Doris machen? Was kann sie machen? Wohin sollte sie sich wenden? Wir geben die Sachen natürlich dann sehr gerne und sofort an Doris weiter, in der Hoffnung, dass wir ihr dann helfen können. Bitte mailt uns, domian@wdr.de. Ist das ein Angebot, Doris?
Das ist ein super Angebot. Ja, also ich glaube, dass ich habe so gute Erfahrungen schon gemacht mit solchen Aufrufen, weil immer irgendjemand da unter unseren Zuschauern und Zuhörern ist, der wirklich fachkundig ist und der Bescheid weiß. Und wir haben manchen Leuten schon sehr, sehr gezielt helfen können dadurch. Das war, im Prinzip möchte ich ihm ja nicht wehtun, aber jede Sache, die ich dann mache, sieht er als Verletzung für sich und haut dann eben noch einen drauf. Verstehe, ja, ja. Wie gesagt, ich habe drei Kinder und die leiden da auch drunter, also der Große ist auch sehr sensibel. Ja, der Fall ist mir völlig klar. Ich glaube, der Fall ist auch unseren Zuschauern klar und Zuhörern. Liebe Doris, du hörst sofort von uns, wenn was hier reingekommen ist und wir schicken dir die Mails oder stellen die Kontakte her, okay? Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Julian. Nee, das ist er nicht. Hier ist er. Julian, 19 Jahre. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Julian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Silberfische. Silberfische? Ja. Die kleinen, ja, natürlich. Die kleinen bösen Tierchen. Ja, genau. Die man so im Badezimmer sieht oder in der Küche. Ja, eigentlich nur im Badezimmer. Aber ich habe die in der ganzen Wohnung. Da. Also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche. Da hast du eine feuchte Wohnung. Ja, ich hatte auch Schimmel. Das ist zwar jetzt weg, weil es jetzt ja wärmer ist. Ja. Aber halt die Tiere, die kommen jeden Tag, immer so 4-5 Stück eigentlich. Die sitzen immer so in Ritzen im Fußboden irgendwie, ne? Ja, aber hinterm Sofa, unter Matratzen hatte ich die. Also ich kann jetzt seit 5 Wochen auf dem Sofa. Und jetzt habe ich gestern gesehen, dass sie auch in einem Sofa sitzen und auch an eine Wände hochkommen und so. Ih, das ist doch sehr ekelhaft. Ja, genau. Und zwar, ich hätte vielleicht mal so eine Frage an die Zuschauer, ob die mir irgendwie weiterhelfen können, wie ich die wieder loswerden könnte. Silberfische. Genau. Wir haben eine Service-Runde hier heute. Also ihr Lieben, wie wird man Silberfische los? Ich habe früher auf die Silberfische, wenn ich früher in der Wohnung hätte, aber das darf man heute gar nicht mehr machen und ich rate auch davon ab, so dieses böse, hochgiftige Insektenspray gesprüht. Nee, ich habe mir nur so Köder gekauft. Ja, soll man nicht mehr machen. Ich hatte da früher keine Ahnung von und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Gift ich da auch eingeatmet habe von dem Zeug. Nein, nein. Ist das deine Wohnung oder wohnst du bei deinen Eltern noch? Oder? Nein, also ich bin umgezogen wegen meiner Freundin. Mhm. Ich habe in der Nähe von Bremen gewohnt, wohne jetzt in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Vor 5 Monaten bin ich eingezogen und seit 6 Wochen ist es jetzt ungefähr. Das ist eine Wohnung oder ein Zimmer? Das ist eine Wohnung. Eine Wohnung. 2-Zimmer-Wohnung. Und die ganze Wohnung richtig auf den Kopf stellen, Grund renovieren, alle Ritzen ausfugen und sowas? Ja, also ich habe renoviert, habe ich. Heute habe ich mal alles weg, die ganzen Sofa und so, da war nichts, am Tag ist gar nichts. Mhm. Aber halt nur abends, sobald es dunkel wird. Ich war mal eine halbe Stunde beim Nachbarn, dann bin ich wiedergekommen. Aber du musst doch gucken, woher die kommen. Irgendwo haben die doch ihre kleinen Verfugungen, wo die reinkrabbeln. Also die kommen aus den Ritzen vom Boden und von der Decke, da drin in den Ritzen. Ja. Aber die kommen von überall, die kommen aus jeder Ecke. Also manchmal sitzt eins auf der ganz anderen Seite von der Wohnung. Hast du überhaupt noch ein ruhiges Gefühl, ins Bett zu gehen und zu schlafen? Nee, ich bleib meistens so jetzt bis 6-7 Uhr wach morgens, jeden Abend. Also bis es hell wird, dann kommen die ja nicht mehr. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die so unter das Bettzeug krabbeln, weiß ich nicht. Ja, unter Matratzen hatte ich die. Sehr eklig. Sehr eklig. Ja, ich hab's nachts, irgendwann habe ich das so ein Gefühl gehabt, da sitzt was. Da habe ich geguckt und dann waren sie da. Mhm. Und jetzt penne ich seit 6 Wochen fast, 5 Wochen auf dem Sofa jeden Abend, aber halt erst nur morgens, wenn es hell wird. Wie ist es denn so im Badezimmer und in der Küche? Im Badezimmer ist zum Beispiel gar nichts. Ach. Das ist das Komische. Ja. Meine Mutter hat die auch im Badezimmer ab und zu mal. Ja. Aber da habe ich sie gar nicht. Von was leben Silberfische eigentlich? So von Haaren und Ohren, Schuppen. Outporn, ja, sowas. Sowas, ja. Unsere Spüle saßen die bei mir. Und ich habe heute die Spüle mal so halb ausgebaut. Und da meinte ich, da wären Eier gewesen von den Tieren. Das habe ich im Internet gelesen. Ich meine, das Allerbeste ist wirklich, glaube ich, auch alles rauszureißen erstmal aus der Wohnung und zu gucken, Spüle rauszunehmen, was da so los ist, alles gründlich sauber zu machen. Aber was man darüber hinaus dann noch machen kann, bitte ich euch, uns auch zu melden und dann schicken wir dem Julian das zu. Also das ist... Damit du armer wieder schlafen kannst. Ja, die Küche ist relativ neu, die haben die Vermieter neu reingemacht, weil der Vormieter alles versaut hat. Also ja, aber was ist denn für ein Boden in der Küche? Fliesen, das ist schon mal ganz gut. Ja, ja. Aber halt alles voll. Jetzt hatte ich 8 Stück auf Fliesen. Alle in jede verschiedene Ecken halt. Und dann machst du das Licht an und dann sind sie weg. Dann hauen sie alle ab. Ja, die sind ganz klein und ganz scheu, ne? Wenn die ja, Licht aber sind. Manchmal auch ganz kleine, so als wenn die so ganz jung sind. Ja. Und große. Ja, die haben ja auch junge, klar. Ja. Julian, also ich bitte euch, schickt uns schnell eine Mail, so schnell wie möglich, damit wir Julian befreien können aus seiner Not. Könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, das schicken wir dir auch. Du bleibst jetzt aber, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, okay. Und mach weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, Julian. Okay, danke. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Verwandte. Was habt ihr alles Gutes, Schönes, Schräges, Schlimmes oder Grauenhaftes mit Verwandten schon?